Du willst, dass dein Make-up endlich vernünftig aussieht. Du möchtest, dass das den ganzen Tag hält und jeder denkt, she snatched. Boys and Girls, ich habe heute meine kompletten Tipps und Tricks für euch hier, wie ihr es schafft, dass euer Make-up den ganzen Tag wunderschön aussieht. Ich verrate euch so ein paar kleine Tipps, die ihr vielleicht schon kennt, vielleicht aber auch noch nicht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei diesem Video mit bis zum Ende dran bleibt. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Ich bin glücklich, motiviert. Ich freue mich immer noch über meinen Haarschnitt, auch wenn es jetzt eine Woche her ist. Ich habe noch ein paar Katzenhaare drin. Naja, gut. Hallo. Wie geht es euch? Ich freue mich heute wieder gemeinsam mit euch ein paar schöne Stunden zu verbringen. Und ich möchte auch gar nicht so viel Zeit verlieren. Die letzten Intros waren immer sehr, sehr lang und ich quatsche schon wieder weiter. Und wir fangen an. Bevor es losgeht, dieses Video entsteht wieder in Zusammenarbeit mit Asam und diesmal habe ich was ganz, ganz Tolles für euch zu verkünden. Und zwar gibt es jetzt unter diesem Video, findet ihr einen Link, eine Seite von mir und meinen Lieblingsprodukten von Asam, die ihr immer wieder seht. Ich rede ja nicht in jedem Video über Asam, aber der Link ist jetzt unten in der Infobox. Und darüber könnt ihr dann sehen, welche Produkte ich diesen Monat regelmäßig gerne benutze. Und ich freue mich, dass es neue Produkte in der Magic Finish-Reihe gibt. Ihr wisst, ich liebe das Magic Finish, vor allen Dingen im Sommer, wenn es einfach nur so ein Hauch an Make-up sein darf. Und mein neues Lieblingsprodukt aus der Reihe, das habe ich jetzt schon ein paar Wochen getestet, durfte es euch aber noch nicht verraten und heute darf ich es euch aber endlich zeigen. Und das passt perfekt, denn das ist ein Trick, den ich regelmäßig in meinem Alltag integriere. Und zwar gibt es jetzt aus der Magic Finish-Reihe ein Glow Serum. Das ist wie ein flüssiger Highlighter, den ihr entweder pur auf euer Gesicht geben könnt oder ins Make-up mit reinmischen könnt oder als Highlight verwenden könnt oder auf die Augen oder. Ihr merkt schon, man kann damit sehr, sehr viel machen. Und das werden wir auch heute tun, weil das ist wirklich, das kann mehr als nur Glow. Das ist nämlich nicht nur ein Make-up-Produkt, sondern auch Skincare-Ingredients sind mit drin. Das heißt, während ihr hammermäßig aussieht, werdet ihr auch noch strahlen und eurer Haut was Gutes tun. Denn hier ist drin Mandel- und Aprikosenkernöl, Aloe Vera- und Magnolienextrakt, Hyaluron, Retinol und Vitamin E. Und das zusammen, Boys and Girls, in euer Make-up, fantastisch. Bevor wir damit aber loslegen, pflegen wir erstmal unsere Haut. Denn ich werde oft, so oft gefragt, Maxim, wie schaffst du es, dass dein Make-up gut aussieht? First of all, falls ihr meine Story vor ein paar Tagen gesehen habt, habe ich euch mal meine Haut im Real Life gezeigt. Schlecht, dass ich mich auch mal ohne Filter zeige, damit ihr wirklich meine Haut einfach mal seht. Weil natürlich in den Lichtern da oben sieht alles immer so wunderschön aus. Und dann setze ich mich in die Sonne, ohne Make-up, ohne Paris-Filter, Girls und Boys. Ja, ist halt, ne? Was ihr hier seht, das ist kein Filter auf dem Video, sondern das sind Lampen für tausende Euros, die dafür sorgen, dass die Haut gut aussieht. Das sind Softboxen, das ist die Kamera und ich habe selber festgestellt, dass es auffällt, dass ich mich davon beeinflussen lasse, wie andere in Videos oder auf Social Media aussehen. Natürlich, wir kennen ihn alle, den Paris-Filter, der alles super natürlich machen lässt, aber trotzdem man keine einzelne Poro mehr sieht. Ich möchte das mit euch heute mit Make-up machen, ohne dass ihr das Gefühl habt, ihr müsst einen Filter benutzen. Diese Filter sind so toxisch und mir ist es so wichtig, dass ich da auch einfach transparent mit euch mal drüber spreche, hier auf YouTube, denn auf Instagram habe ich es gezeigt und auf Instagram ist es immer einfacher, sich ungeschminkt zu zeigen, weil dieser Kanal besteht einfach nur mal aus Make-up. Aber es ist mir wichtig, dass ihr auch einfach mal meine Haut seht, im Tageslicht, ohne Filter, ohne alles. Und jede Haut ist schön, egal ob ein Pickel da ist, eine Pore oder sonst was. Mein Gott, es ist Haut. Ihr habt es gesehen, wie meine Haut einmal aussieht und wir wollen das natürlich auch embracen und ich möchte euch auch dazu anregen, dass ihr eure Haut embraced. Was ich euch da sagen kann, Pflege, Pflege, Pflege ist super, super wichtig. Ich habe in den letzten Jahren auch natürlich durch meine Arbeit viele Pflegeprodukte testen können. Ich zeige euch ja immer regelmäßig welche. Das ist nur ein Teil und ihr könnt mit Make-up ganz viel dafür tun, dass ihr seht alle fantastisch aus, egal wie, aber ihr könnt dafür sorgen, dass ihr eure natürliche Schönheit mit dem Make-up betont. Und oft kriege ich die Fragen, hey, ich benutze dies und das und dann sehe ich total trocken und cakey aus. Ich zeige dir heute, wie es besser geht. Wir fangen als erstes an mit einer Pflege. Auch das seht ihr auf der Website, das ist die Aqua Intense Pflege. Die ist verhältnismäßig zum Charlotte Tilbury beispielsweise super, super günstig. Ihr kennt die Pflegen, die ich regelmäßig benutze. Das ist jetzt eine, das passt sehr gut. Das ist eine ganz, ganz zarte Pflege. Nicht schwer, nicht klumpig, nicht schmierig und ihr sorgt dafür, dass die oberste Hautschicht sich schon mit Feuchtigkeit versorgt. Ihr müsst euch überlegen, die Haut ist ja aus mehreren Schichten aufgebaut. Hier ist wieder Skincare-Experte Maxim Giacomo am Start. Natürlich nicht, ich spreche nur aus Erfahrung. Und die oberste Hautschicht, da wo die
toten Hautschuppen drauf sind. Die ist dafür verantwortlich, wie eure Hauttextur am Ende aussieht. Ist es eher trocken, ist es eher cakey, sieht es glowy aus. Und wenn ihr die oberste Hautschicht mit Feuchtigkeit versorgt, eventuell auch sogar mit einem Öl. Es gibt beispielsweise auch ein Vitamin C-Öl von Asam. Das würde ich eher empfehlen, wenn ihr wirklich eine trockene Haut habt. Aber seid sparsam. Mit Öl und der Make-up immer sparsam sein. Was viel Gutes tut, ist Sonnenschutz auf jeden Fall schon. Im Sommer empfehle ich euch das sowieso jeden Tag, Sonnenschutz zu tragen. Aber schaut, dass es kein super trockener Sonnenschutz ist. Und jetzt seht ihr, dass die Haut, dafür sind die Lichter gut. Ihr seht diese Reflexion auf meiner Haut. Die Hautoberfläche bei mir ist sehr, sehr glatt. Ich benutze natürlich auch viele Peelings, viel Retinol, viel Pflege, dementsprechend auch viel Sonnenschutz. Aber dadurch reflektiert die Haut. Und ihr habt jetzt dadurch einfach schon mal eine sehr, sehr glatte Schicht. Wenn ihr die Möglichkeit habt, achtet darauf, dass ihr eure Pflege lange einziehen lassen könnt. Im Idealfall 5 bis 10 Minuten. Manchmal reichen auch 2, kommt immer so ein bisschen auf die Pflege an. Und jetzt kommen wir zu diesem Produkt. Da ist, wie gesagt, auch Skincare mit drin. Und das Ganze gibt es in 2 verschiedenen Farben. Einmal in Gold und einmal in einem etwas helleren Ton. Und ich mische mir beide Farben einfach mal so ein bisschen. Ich zeige es euch im Vergleich. Hier könnt ihr es einmal sehen. Und wenn ich mir das anmische, wie eine Creme, die sehr schön reflektiert. Und die gebe ich mir schon mal unter mein Make-up. Und jetzt seht ihr, das sieht etwas verrückt aus und ist für viele vielleicht nicht unbedingt was für den Alltag, aber sobald ihr sie verblendet, wird es ein ganz, ganz zarter Glow. Für mich als Highlighter, ihr kennt meinen Highlighter, da ist mehr, aber unter Make-up sorgt ihr dafür, dass die Haut so ein bisschen strahlt. Und ihr wisst es, wir tragen ja Make-up meistens länger als eine Stunde, kommt dieser Glow langsam im Laufe des Tages durch. Und das betont nicht exzessiv eure Hautstruktur, wenn ihr Unterlagerungen habt oder so. Ihr könntet das natürlich auch so tragen und dann seid ihr einfach Glowing Goddess. Ich trage heute Make-up mit euch auf. Für Coverage ist Queen. Und das ist so ein bisschen die Krux. Ihr müsst herausfinden, und das kommt von mir, ihr wisst, dass ich Full Coverage über alles liebe. Wie viel Deckkraft brauche ich wirklich? Meine Haut ist prinzipiell nicht schlecht. Was ich gerne mache, ist, ich benutze einen Color Corrector. Dadurch sorgt ihr einfach dafür, dass ihr Unebenheiten schon mal so ein bisschen ausgleichen könnt. Vor allen Dingen unter den Augen. Ihr seht, ich bin so ein bisschen dunkler unter den Augen. Ich benutze aber hierfür am allerliebsten diesen Color Corrector von Charlotte Tilbury. Optional geht auch der von Becca. Ihr habt es aber wahrscheinlich alle mitbekommen. Becca ist Ende des Jahres nicht mehr da. Und dafür kann ich euch diesen hier als Alternative bieten. Ihr seht, ihr braucht nur ganz, ganz wenig. Das ist schon fast zu viel. Und das setze ich mir direkt hier unter meine Augen. Und ihr seht sofort, wie es aufhält. Den setze ich mir hier außen hin, da wo es recht dunkel ist bei mir, und hier in den Innenwinkel. Und das hält das komplette Auge einmal auf. Ein Fehler, den ich sehr oft sehe auf Instagram überall, sind Color Corrector in dieser Farbe. Das funktioniert auch, allerdings eher, wenn ihr dunkler seid. Also wenn ihr alles, was dunkler als ich ist, wesentlich dunkler als ich ist, dafür ist diese Farbe gut. Wenn ihr meine Farbe habt oder heller seid, nehmt einen Peachfarbenen, weil ihr braucht so viel Concealer, um diese Farbe hier abzudecken. Das ist unglaublich. Dann reicht der Concealer auch. Ich gehe gerne dann auch nochmal mit dem Rest, den ich am Pinsel habe, hier einfach um die Nase und decke mir schon mal so ein paar Unebenheiten einfach ab. Ihr seht den Glow auf meiner Haut. Und so ein paar Unebenheiten könnt ihr damit schon mal auskaschieren. Könnt immer natürlich noch ein bisschen mehr oder weniger nehmen. Aber das sorgt einfach dafür, dass die Farbe schon mal overall im Gesicht wesentlich schöner ist. Und dafür mische ich mir immer jeden Tag meine Foundation selber an. Ich verschwende dadurch natürlich recht viel Foundation, weil ich von jedem immer einen Pumpstoß rauspumpe. Gar nicht so viel brauche. Meistens schminke ich mich ja mehrfach am Tag und dann kann ich das immer weiter benutzen. Ich mache mir jetzt hier mal meine kleine geheime Foundation-Mischung. Charlotte Tilbury, Reval de Loup, absoluter Favorit. Also im Prinzip reicht die für euch. Was ich gelernt habe in den letzten Jahren, nehmt eher eine Foundation, die ein bisschen zu hell ist, als zu dunkel. Dunkler machen kann man immer mit Bronzer. Heller machen ist fast unmöglich, ohne dass es verrückt aussieht. Und jetzt habe ich hier auf meiner Mischplatte diese verschiedenen Foundations. Und das ist die Menge, die reicht. Das ist wahrscheinlich für viele sogar schon zu viel. Ich probiere das aber auch so ein bisschen auf meine Wünsche und meine Bedürfnisse anzupassen. Und ich fange immer als erstes mit einem Brush an. Denn dadurch kann ich mir die Foundation dahin setzen, wo ich möchte. Und dann nehme ich den Pinsel und arbeite mir die Foundation schon mal ein. Und ihr seht, ich drehe den Pinsel nicht, sondern ich presse. Und so kann ich die Foundation richtig tief in die Haut einarbeiten und ich lasse mir damit Zeit. Denn je länger ihr die Foundation einarbeitet,
desto schöner sieht es aus. Ich nehme meinen Schwamm, der ist schon so ein bisschen nass gewesen, und ich gehe jetzt einfach hier rüber. Ich nehme nicht unbedingt noch mehr Produkt auf, vielleicht immer mal so ein bisschen an den Stellen, wo ich noch ein bisschen mehr Deckkraft haben möchte oder ungleichmäßig gearbeitet habe, aber ich presse mir die Foundation richtig fest in die Haut. Der Schwamm saugt natürlich nochmal überschüssiges Produkt auf. Wenn ihr sagt, hier beispielsweise wollt ihr noch ein bisschen haben, nehmt ihr den Schwamm und wirklich nur punktuell. Weniger ist mehr, Freunde, und das aus meinem Mund hört man nicht so oft. Ich komme jetzt ein kleines Stückchen näher zu euch, dass ihr das Ergebnis schon mal einmal sehen könnt. Durch diesen Highlighter unter der Foundation sieht das Ganze super, super frisch aus. Wir machen weiter mit dem Concealer. Ihr wisst, ich benutze immer sehr, sehr viel Concealer für YouTube-Zwecke. Ich möchte euch aber so ein Alltags-Make-up zeigen. Ich benutze hierfür am liebsten im Moment den Kimchi Concealer in der Farbe Light Amber. Den drückt man hier so raus und dann setze ich mir den hier hin und hier außen nach oben. Erstmal. Und dann schaue ich in den Spiegel und wenn ich hier sehe, meine Lachfältchen oder da, wo sich hier irgendwann die Lachfalten bilden werden, nehme ich den Concealer und setze den dahin. Dadurch setze ich da einfach nochmal einen Lichtreflex hin und wir blenden das Ganze einmal aus. Stempel mir das einfach immer an der Stelle hin, hier außen, und blende dann nach oben. Probiert immer nach oben zu blenden, das liftet das Gesicht. Wir sind ja mittlerweile Gott sei Dank auch von diesen extrem großen Dreiecken weg, denn es reicht, wenn ihr einfach da, wo ihr Concealer braucht, Concealer hinsetzt. Und jetzt seht ihr schon auch hier den Unterschied. Hier ist der Bereich deutlich aufgehellter als hier. Das Auge hängt so ein bisschen nach unten. Und dadurch, dass ich den hellsten Punkt hier außen hingesetzt habe, geht das hier hoch. Der Concealer ist einmal ausgeblendet und ihr seht einfach, dass ich schon mal mit Licht gearbeitet habe. Ihr könnt noch einen helleren Concealer benutzen. Möchte ich jetzt persönlich nicht tun. Wir konturieren jetzt. Und das ist etwas, was ich euch, egal ob ihr trockene oder ölige Haut habt, empfehlen kann. Cream Contouring. Es schmilzt einfach super, super schön. Und dadurch, dass wir jetzt schon Concealer und Foundation drauf haben und die so ein bisschen auf Körpertemperatur gegangen ist, verschmilzt die Cream Contour wesentlich besser. Ich benutze hierfür am liebsten die Technic Series Brushes von Letizia. Das ist der T4. Und hier habe ich jetzt die Contouring-Palette von Natasha Denona. Ich gehe hier mit dem Pinsel, schaut euch das an. Rein, raus. Und dann stempel ich. Ihr dürft nicht wischen, Freunde. In dem Moment, wo ihr wischt, verschmiert ihr die komplette Base wieder und ihr habt kein ebenmäßiges Ergebnis. Ich stempel und ihr seht auch den Bereich, wo ich hingehe. Immer nach oben. Und ich fokussiere das hier hin. Das im Unterschied, hier hängt das, hier geht's hoch. Jetzt hat der Concealer natürlich immer noch so ein bisschen gecreased. Jetzt nehme ich wieder meinen Schwamm und blende das aus. Und in der Zeit, wo ihr die Cream Contour einfach schon mal so ein bisschen aufwärmen lasst, könnt ihr euer Puder schon mal vorbereiten. Ich arbeite am allerliebsten immer mit einem losen Puder. Ich habe ja hier meine eigene Mischung. Das ist natürlich extrem viel. Was ich aber mache ist, ich nehme den Blendiful. Kleiner Pro-Tipp, wenn ihr diese Mikrofaser-Abschminkpads habt, es geht genauso gut. Ihr nehmt das Ding oder euer Mikrofaser-Abschminktuch, diese Boschis oder so heißen die ja, ne? Das ist viel zu viel. Ich arbeite mir das in meiner Hand ein, schaue nochmal nach oben. Und jetzt ist wichtig, dass ihr einfach nur ganz leicht hier schon mal rüber geht. Das sorgt dafür, dass die Oberfläche vom Concealer angetrocknet wird. Und wenn ihr gleich baken wollt, das nicht patchy wird. Also ich fange wirklich mit der dünnsten Schicht Puder überhaupt an, dass ich diesen Glow wegnehme. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann baken. Und dann gebt Gas. Vor allen Dingen in den Bereichen, die ihr aufgehellt haben wollt. Also hier außen und hier in der Mitte. Und auch hier seht ihr, ich ziehe das Puder wieder nach oben. Und dann mache ich das immer, weil ich halt einen Bart habe und noch so ein bisschen Definition brauche. Pressen. Ihr seht, ich mache nur pressende Bewegungen. In dem Moment, wo ich wieder wische, verschmiere ich wieder alles. Und das ist total krass, weil man denkt so, ach naja, irgendwann ist es ja trocken oder so. Nee, auch wenn ihr schon abgepudert habt und in so Swirl-Bewegungen rübergeht, die Oberfläche verändert sich vom Make-up und das sieht nicht mehr schön aus. Das Ganze lasse ich jetzt mindestens 5 Minuten so sitzen. Dadurch, dass die Wärme von eurer Haut sich mit der Foundation verbindet und der ersten Puderschicht, schmilzt das zusammen und ihr könnt die oberste Puderschicht dann gleich wegnehmen. Mit dem Rest, den ich hier habe, gehe ich einfach noch an die Stellen, die ich nicht gebaked habe. Einfach hier rüber. In der Zwischenzeit können wir uns gern schon um unsere Augen kümmern. Und wenn ihr euren Augenaufschlag betonen wollt, gibt es zwei Produkte, die ihr braucht. Einen großen fluffigen Pinsel und einen Bronzer eurer Wahl. Ich nehme jetzt diesen hier, den benutze ich sehr, sehr gerne. Ihr ladet den Pinsel auf, klopft ab und diese Farbe kommt nur in die Crease
Und hier hin. Und ihr habt ja hier noch diese Linie von eurem Puder. Und da zieht ihr das hoch. Das ist so ein bisschen Kylie Jenner inspired. Die hat das auch oft mit einem Bronzer einfach nur. Und durch diese Kontrastlinie, die dunkel und hell ist, zieht ihr das Auge optisch nochmal hoch. Das ist etwas, das geht im Alltag super schnell. Wenn ihr einmal den Trick raus habt, Freunde, ich schwöre euch, ihr braucht nicht länger, weil ihr die Zeit einfach besser nutzt, als zu warten, okay, jetzt muss ich 5 Minuten warten, bis das Baconpuder eingewirkt hat. Nee, ihr könnt eure Augenbrauen schon machen, ihr könnt hier euren Lidschattenbronzer schon mal auftragen und dann funktioniert das. Kleine Challenge an euch, schaltet das Video morgen früh einfach nochmal an und probiert es aus, ob ihr mit diesen Techniken klarkommt. Ich habe jetzt natürlich noch so ein bisschen Rest von Bronzer am Pinsel. Wir sind hier Team Günstenlos und lassen das natürlich nicht verkommen und können damit gleich so ein bisschen hier die Nase konturieren. Und ich fange immer hier oben an meiner Augenbraue an und arbeite mir das dann runter. Ich benutze kein zusätzliches Produkt. Ich finde, also Nasencontouring ist ja wirklich eine Meisterleistung fast schon. Ihr braucht nicht mehr Produkt, das reicht für einen Schatten. Wirklich, glaubt mir. Und dann hier unten. Das Baconpuder ist jetzt lang genug eingezogen und dafür benutze ich jetzt einfach einen großen fluffigen Pinsel, um das wegzukriegen. Und da seid vorsichtig, einfach immer nach oben wischen. Mit dem Rest, der jetzt hier am Pinsel ist, könnt ihr einfach nochmal so ein bisschen überall rüber gehen und das Ganze verteilen. Und jetzt seht ihr, was ich meinte mit dem Lidschatten. Es sieht nicht aus, als hättet ihr Lidschatten drauf, aber durch diesen Kontrast zwischen dunkel und hell zieht das das ganze Auge einfach nochmal hoch. Ich mache einfach mal ganz schnell meine Augenbrauen rauf. Ich habe schon meinen Anastasia Brow Freeze benutzt vorhin. Gehe jetzt hier nochmal so ein bisschen durch und fülle mir die Augenbrauen dann einfach nochmal hier so ein bisschen auf, da wo ich ein paar lose Stellen habe. Das reicht schon. Also mittlerweile. Freunde, schaut euch mal alte Videos von mir an. Kleine Challenge für die Woche. Ja, wie meine Augenbrauen damals aussahen und wie sie heute aussehen. Wir sind natürlich jetzt noch ganz schön blass um die Nase herum. Deswegen benutze ich jetzt einfach einen fluffigen Pinsel. Recht klein. Ich nehme meistens hier so einen. Der ist von Stipp. Der ist ein bisschen fester gepresst. Und gehe in eine Contouring-Farbe. Was ich ganz gerne mache, ist, ich mische mir gleichzeitig meinen Bronzer und mein Contourpuder. Dadurch wird das nicht zu doll kühl oder zu doll warm. Ich benutze hier von Essence diese Contouring-Palette, Favorite überhaupt. Gehe hier gut rein, viel zu viel dran. Klopfe ab, gehe in meinen Bronzer und jetzt ganz vorsichtig stempeln. Nicht wischen, stempeln. Probiert so ein bisschen, wenn ihr so macht, habt ihr schon mal hier so ein bisschen die Linie. Ich gehe mittlerweile einfach so ein Stückchen höher, dadurch zieht es das Gesicht einfach hier nochmal hoch. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, hier einfach nochmal so ein bisschen den Lidschatten mit dem Rest nach oben ziehen. Wenn ihr wollt, mache ich nochmal ein Video, wo ich euch die Vergleiche zeige. Einmal geliftet und ungeliftet. Auf meine Lippen gebe ich mir auch ein neues Produkt von Asam. Das ist der Magic Finish Volume Lippenbalm in der Farbe Peachy, glaube ich. Peachy Rose? Peachy? Sieht einmal so aus, hat eine ganz zarte Färbung, sieht auch super schön als Blush aus, wenn ihr keine Foundation tragt. Einfach so ein bisschen für ein bisschen Pflege. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne auch noch Blush auftragen. Ich persönlich mag es am allerliebsten, einen schimmernden Blush zu tragen. Das spart euch auch nochmal so ein bisschen den Highlighter. Ich benutze hierfür den N13 Brush von Letizia. Gehe in den neuen Highlighter von Catrice, lade den Pinsel gut auf. Der ist sehr, sehr pigmentiert. Arbeite wieder in meiner Hand und dann Achtung. Wir haben früher den Blush immer auf die Apfelbäckchen gesetzt. Was ich festgestellt habe, dass wenn ihr Blush auf die Apfelbäckchen setzt, das betont die Bäckchen. Und ich möchte persönlich nicht betonte Bäckchen haben, sondern ich möchte ein geliftetes Snatched Face haben. Deswegen nehme ich den Blush und setze mir den ein Stückchen höher. Zum Highlighten empfehle ich euch auch einen Highlighter, der entweder extrem pigmentiert ist oder einen soften. Ich benutze jetzt hierfür einfach meinen eigenen. Achtung, der ist extrem pigmentiert. Ihr könntet natürlich auch diesen Cream Highlighter von Asam benutzen. Ich persönlich würde den dann aber vor dem Puder benutzen. Ich nehme meinen Pinsel, der ist von Letizia, da werde ich auch jedes Mal nachgefragt. Gehe so ein bisschen in alle Farben rein, hier unten. Klopf wieder ab und jetzt Achtung, auch wieder hier oben. Da, wo die Augenhöhle ist, setze ich den Highlighter hin, weil das ist der tiefste Punkt in meinem Gesicht. Ich habe viele Tiefpunkte, aber das ist der tiefste Punkt in meinem Gesicht. Und mit dem Rest könnt ihr dann hier vorne und an der Nase lang gehen.
Ich habe mir die Lashes einmal kurz gecurlt, benutze meine liebste Mascara aus der Drogerie. Ihr kennt sie, die Magic Finish Mascara. Benutze ich jeden Tag im Alltag. Mascara ist einmal aufgetragen. Ich habe heute nur eine leichte Schicht aufgesetzt, damit das natürliche Make-up so ein bisschen hinzukommt. Ich meine, wir haben wirklich viel Make-up benutzt. Allerdings sieht das Ganze Natural Queen aus, oder? Zum Abschluss könnt ihr auch einfach mit einem Setting Spray noch rübergehen. Und so sieht euer neues Make-up aus. Ich bin super gespannt, wie euch meine Tipps und Tricks gefallen haben. Habt ihr was Neues gelernt, dann lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Und falls du noch einen Trick hast, den du gerne mit uns teilen möchtest, kannst du es auch gerne unten in den Kommentaren einmal für uns alle dalassen. Ich freue mich immer, wenn ihr euch gegenseitig in den Kommentaren austauscht. Denkt auf jeden Fall an den Code bei Asam. Der gilt bis Ende des Monats. Damit könnt ihr 15% auf alles außer Sales sparen. Ich setze euch alle Links unten in die Infobox. Große Empfehlung für die neuen Highlighter, die eurer Base einfach diesen gewissen Extra-Glow geben. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf!